Hallöchen, liebe Leute, hier ist euer Verteiler-Chief mit einer neuen Folge von Let's Play O-Ton. Wir sind hier mal wieder bei The Last of Us auf der PlayStation 3 unterwegs. Im, Hotel? Ach, im Hotel, im Hospital. Ja, okay. Die, lassen wir einfach mal durchlaufen. Und schnappen uns hier die Utilities, den ganzen Krempel, den wir hier einsammeln können. Die Typen, och, um die kümmere ich mich jetzt einfach nicht, habe ich keinen Bock drauf. Denn ich nehme an, hier wird es auch noch ein paar Lumpen geben, die wir zu erlegen haben. Beim letzten Mal habe ich... What the fuck? So, lass mich raten, die kommen jetzt zurück. Kommen die zurück? Ja, sie kommen zurück. Guck, guck. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ah! Fuck. Komm her. Holy shit. Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Macht aber nichts. Ja, wo wir jetzt hier gerade so ein bisschen verletzt sind, sprinte ich nochmal schnell zurück. Und hol mir da hinten nochmal diese kleine Konservenbüchse. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand auf mich wartet. Nee, Gott sei Dank nicht, oder? Nee. Wäre ich jetzt auch blindlings reingelaufen. So. Was haben wir hier noch an Muni? Ja, die nehmen wir mit. Zack, zack, Shotgun. So. Ja, Thema, würde ich gerne noch, ich würde noch gerne versuchen, das nächste Thema durchzukauen. Und zwar hatte ich mir da überlegt, nämlich, genau, Diablo 3 für die PlayStation 4, ist auf der PAX East, von der ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, gezeigt worden. Und zwar die sogenannte Ultimate Evil Edition, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. 50. Healing Speed, nö. Crafting Speed, Listen Mode Distance. Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Könnte hilfreich werden. Genau, und die Ultimate Evil Edition beinhaltet also nicht nur den ja, das Spiel, ne, das Spiel Diablo 3 selbst, sondern auch den DLC, Reaper of Souls. Und sieht also auch ziemlich cool aus, macht einen guten Eindruck und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt darauf. Was ein bisschen schade ist, ja, ist die Tatsache, dass es bisher, also es, sagen wir so, Blizzard oder ein Mitarbeiter von Blizzard hatte irgendwie... Ja, so geht's natürlich auch. Ein Mitarbeiter von Blizzard hatte, ja, jetzt bin ich gerade überlegen, was hat der Typ mir mal gesagt? Ich guck mal gerade, vielleicht kann man irgendwie was finden. Artifacts? Nee, natürlich nicht. Ja, schade. Nee, da sieht man auch nichts. Mitarbeiter von Blizzard hatte sich zu dieser Ultimate Evil Edition geäußert in einem Interview und hat gesagt, also dass es eine Xbox One Version in der Entwicklung gibt, aber keine konkreten Informationen dazu bekannt seien, bei ihm zumindest, wie da der Stand ist. Und ja, das ist
natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen. Ja, man könnte sagen, es ist so ein bisschen typisch Blizzard. Die halten sich immer sehr bedeckt, was solche Informationen angeht. Und. Oh. Den können wir uns mal anhören. Ach so. Ah. Okay. April 28. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home, make a difference, and bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. Ja, bla 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 bla. Und das kleine Mädchen dafür umbringen. Ich glaube, es hakt, ey. Jungs, das werde ich so nicht durchgehen lassen. Jo, und ja, also Blizzard hält sich halt krass bedeckt irgendwie, was das angeht, was halt typisch für die ist. Wahrscheinlich ist es einfach so, diese Version ist in Entwicklung. Noch so ein Teil, oder was? Ach Gott. Ja, komm, dann hören wir uns den ganzen Scheiß einfach mal an. It's 5:30 p.m. on April 28th. I just finished speaking. More like yelling at our head surgeon. Apparently there's no way to extricate the parasite without eliminating the host. Fancy way of saying we gotta kill the fucking kid. And now they're asking for my go-ahead. The tests just keep getting harder and harder, don't they? I'm so tired. I'm exhausted. And I just want this to end. Okay. Alles klar. Also, da hat man es gehört. Die Marlene tut sich so ein bisschen schwer natürlich mit der ganzen Entscheidung, aber letzten Endes will sie das natürlich schon für ihre Leute haben. Kann man irgendwie verstehen, aber es ist natürlich, naja, es ist halt die Ellie. Und das findet der Joel halt echt nicht cool. Ja. Und ich nehme an, wir müssen da hinten irgendwie rein. Aber hier gibt es ja noch ein paar andere Türen. Mal gucken, wo die hier hinführt. Okay, das ist ein anderer Eingang. Da ist aber noch eine Tür, die ist hier so komisch verbarrikadiert. Ja, und also genau, was ich sagen wollte, ist. Ach komm. Aufmachen. Nächstes Schiff kaputt. Kann man wieder. Ah, ein neues Firefly Pendant. Ja, super. Da habe ich ja schon alles benutzt hier. Oh, ah, sehr gut. Viel Munition. Sehr gut. Nee, 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 nee. Now I have a machine gun. So. Ach, das. Ja, doch, komm. Machen wir. Ich habe so viel Krempel. 20. Ja, kann ich leider nichts mehr mit updaten. Soll's. So. Alles klar. Dann bewegen wir uns mal hier in den nächsten Abschnitt.
Und also ich denke schon, dass es natürlich, dass das das Spiel auch für die Xbox One rauskommen wird. Frage ist halt wann. Und ja, ich würde mir das schon sehr wünschen, denn naja, gut, letzten Endes, ob ich mir das jetzt irgendwie für die PlayStation 4 holen würde, wenn ich dann eine habe, oder für die Xbox One, das ist mir dann, glaube ich, erstmal Wurst, aber ich hoffe natürlich irgendwie auch für alle anderen Zocker natürlich. Wait, what? Für alle anderen Zocker natürlich, dass sie das Spiel spielen können auf ihrer Konsole der Wahl. Und ja, deswegen. Ich heile mich nochmal gerade. Zack. So. So. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil hier so viel Krempel rumliegt. Ich die Sachen echt gut bauen kann. Und warum soll ich die Sachen nicht benutzen, nicht craften, wenn sie hier rumliegen? Und mit voller Energie geht es sich sowieso am besten in den nächsten Kampf. So, alles klar. Und los geht's. Auf geht's. 1, 2, 3. Alles nachgeladen, sehr gut. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, für alle, es ne, kommt raus und ihr habt da Spaß mit. Ich kenne Diablo 3 halt von dem PC aus. Fand es sehr cool, sehr geiles Spiel. Marlene's Journal, gucken wir uns das mal an. Was sagt das hier? So, okay. Ja, sorry, das habe ich jetzt mal gerade durchgelesen. Das war ganz interessant. So, diese Geschichte, die Truppe von der Marlene. So heißt die junge Frau, die da irgendwie jetzt hier an der Alley am. What? What, 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 what? Wo? Ey, ich soll doch hier L3 drücken. Verdammt. Was soll ich gemacht? Aha. Hier, Lumpen im Anmarsch. Wenn Lumpen im Anmarsch sind, sollte man seinen Arsch aus der Deckung, aus dem Ziel bringen. So. Ja. Wo seid ihr? Aha. Wo ist denn das? Okay. Ja, whatever. So. Oh shit. Viele, viele Bad Guys. Ja, ich befürchte mal, ich muss mich da durchschießen oder so, ne? Oder? Kann ich da irgendwie mal gucken? You see that shit? So, den haben wir. Ich glaube, wir haben sogar zwei. Ist natürlich sehr gut. So, jetzt verstecken wir uns mal wieder.
Bist du für einer? Okay. Okay. Kuckuck. Ja, Leute, ich glaube, ich muss leider an der Stelle dann doch jetzt die Folge beenden, auch wenn es gerade echt mega spannend ist. Es tut mir sehr leid, aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann geht's hier spannend weiter. Wahrscheinlich muss ich den Abschnitt dann nochmal neu starten, aber ihr verpasst auf jeden Fall gar nichts. Ihr kriegt alles mit, die volle Action. Ich wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt dran. Es wird langsam, es geht langsam Richtung Ende, habe ich so das Gefühl, es wird spannend. Deswegen, ja. Macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.